Ja, und jetzt geht's auf eine Sightseeing-Tour quer durch Funchal. Haare überhaupt nicht. Sonne so gut gemacht habe. Ja,
Delirium Avalon, die große Tauchshow dieses Schiffes, die Tauchshow der Aida Bella. Und wer die verpasst, der ist selber schon. Ja, dann gehen wir halt hier, das ist fertig. Ja, Lefty Locher oder? Nee, Lefty Locher hat Andrea. Ja, Andrea. Es ist 17 Uhr und wir legen hier in Funchal ab. Es geht wieder auf See und zwar Richtung La Palma. So, heute ist Dienstag, der 18.11. und wir haben gegen 6 Uhr die Insel La Palma erreicht. Wir liegen hier im Hafen Santa Cruz und fangen jetzt mit unserem Landgang an. Wir haben uns ein Auto gemietet und jetzt geht's auf zur Automietstation. Ja, und hier ist schon unser erster Zwischenstopp im Puente de Belmaco. Ziemlich weit oben, man hat ja eine herrliche Aussicht. Das ist unser Mietwagen. So, weiter geht's. Weiter geht's. Jetzt waren wir auf dem höchsten Punkt Siziliens und jetzt fahren wir weiter. Richtung Südamerika. Sind wir vom Hafen aus durchs Gebirge nach Los Canarios gefahren. Von Los Canarios aus jetzt Richtung Volcan San Antonio. Thank you.
Mann! Oh, das war gefährlich. Das hat nicht funktioniert mit dem Gulli. Anpacken, da sagt die Bär, pack an den Griff an. An der Staude. Die meint den Stängel. Die Aida Bella in Santa Cruz. Heimat. Das ist ein Nachbau des Columbus-Schiffes. Ja, aber ist doch original. Was war das jetzt? Columbus seine, ne? Ja. Ja, und es ist wieder soweit. Es ist 18 Uhr und wir verlassen die Insel La Palma. Die Sonne geht unter, es wird auch langsam dunkel. Es war ein sehr schöner Tag. Und es bewölkt sich auch jetzt und fängt leicht an zu nieseln. Shuffleboard spielen. Werde abhalten. So, heute ist Mittwoch, der 19.11. und wir haben Lanzarote erreicht und schauen uns jetzt die Insel einmal etwas näher an. Vordergrund eine kleine Bucht, vermutlich mit weißem Sand aufgefüllt. Tierscheiß. Klasse.